Okay, du bist auch kein Problem. Genau. Ich dachte, dass die Kugel jetzt auch direkt reinrollt. Egal. Dann machen wir es halt für sie. Und zack. Wunderbar. Und da, okay. Nicht weiter schlimm. Oh, sogar noch so ein normaler. Der zu uns Krieger. Also ich habe das Gefühl, dass man selbst den verlorenen Tempel noch vor der zerschlagenen Schmiede machen könnte. Sollte, wie auch immer. Weil gerade das mit dem Wächter kann halt sein, dass... Hä? Aha. Aber wie komme ich da hoch? Das bringt mir ja nichts, wenn ich da einfach bloß entlang kletter. Nö. Ach, oder geht das andere Tor runter, wenn... Das kann natürlich sein, wenn ich den Ball wieder rauskick. Schauen wir mal, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ja, tatsächlich, okay. Wie gesagt, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Das hat das ganze Rätsel aber natürlich deutlich leichter gemacht. Schön, damit haben wir schon den Schlüssel. Das geht doch relativ zügig. Ist halt wieder etwas arg geradlinig, würde ich sagen. Also mir fehlen halt solche, ja, irgendwie so große Tempel, gerade so Zelda-mäßig. Das fehlt mir halt ein bisschen, wo man mehrere Auswahlmöglichkeiten hat und sowas, wo man jetzt hingeht. Klar gab es in Zelda auch immer eine Option oder einen Weg, den man dann größtenteils gehen muss. Aber es sah größer aus. So muss man sagen. Du bleibst davor erstmal stehen, glaube ich. Weil ich dich gerade eben... Wahrscheinlich brauche ich dich dann im nächsten Raum. Aber hier kannst du eh nicht rein. So. Aber wir schauen da jetzt mal rein. Wobei wir eigentlich schon wissen, was dort ist. Und zwar bloß der Anfang von so einem Gewüchs. Genau. Ach, und dort ist gleich der Hebel. Ja, gut. Man hätte theoretisch auch den Hebel dorthin machen können. Also, wieso läuft er denn gerade so langsam? War das schon immer so? Naja, gut. Dann machen wir es halt ein bisschen langsamer. Wir sind jetzt nicht allzu häufig an der Decke geklettert. Okay. So, das Schöne ist auch, solange sie ihre Fähigkeit nicht aktivieren, kann man sie ja noch zurückhauen. Das heißt, da können sie auch wenig dann machen. Und damit kommen wir in den nächsten Raum an. Ja. Ich glaube echt, dass es immer noch so ein Vorgeschmack auf den verlorenen Tempel ist. Ich kann ja mal kurz auf der Karte gucken. Nee, das ist scheinbar der verlorene Tempel. Ah, ich habe noch keine Ahnung, wie groß er wird. Bin aber noch sehr gespannt. Es sah ja so aus, als müssten wir dort hinten vier komische Kette ablegen. Vier Bruchteile oder sowas. Vielleicht war es auch bloß Verzierung, aber es war zumindest ja vier Farben waren da drauf. Und eventuell muss man diese vier Farben ja dorthin bringen. Das heißt, hier irgendwie vier Bruchstücke sammeln. Schauen wir mal. So, erstmal machen wir das ganze Verderben hier mal ein bisschen kaputt. Das noch. Dann kommen wir hier nämlich überall ran. Ist da ein Schlüssel drin? Ne, wahrscheinlich die Karte. Es gibt ja eigentlich bloß Schlüssel und die Karte in solchen Kisten. Und ja, dich kann man nochmal dafür benutzen. Was auch immer es nötig macht. Also wieso sollte ich dort nach hinten gehen? Also dort unten sterbe ich wahrscheinlich, aber hier... Ach, die Kiste habe ich gar nicht gesehen. Gut getarnt. Was haben wir denn da drin? Einfach nur Standard-Sensen und ein bisschen Geld. Gut. Ja, ich könnte mal runterspringen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas bringen wird. Vor allem, da käme ich auch nicht mehr hoch, deswegen. Nee, es ist einfach bloß ein Abgrund. Okay. Muss ich dich weiter mitnehmen? Ist jetzt echt die Frage, was ich jetzt weiterhin mit der Arbeitskreation mache. Aber es kann sein, dass ich sie weiter durch den Dungeon ziehen muss. Genau, die Verlieskarte. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Oh, aha. Da geht's doch noch einiges weiter. Da scheint der Boss zu sein. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wobei, wir haben ja noch mehrere Ebenen. Nein. Das heißt, da nochmal ein großer Komplex. Hier waren wir eigentlich schon überall, genau. Ja, passt soweit. Okay.
Jetzt ist nur die Frage, wie wir dort hinten das Tor öffnen. Da ist Gewüchs, halt, ist die falsche Seite, deswegen ist da Gewüchs. Dort hoch komme ich ja irgendwie auch nicht. Das sah zwar interessant aus, dieses Ding da in der Mitte. Bringt aber jetzt nicht so viel. Ach, da muss ich ihn wieder mitnehmen. Okay, ist tatsächlich so. Wobei, dann glaube ich für den Feierabendtisch. Weil ich ihn da nicht weiterbekomme. Außer ich könnte das Tor noch von der anderen Seite irgendwie öffnen. Wäre eine coole Sache. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool, wenn man hier wirklich die Arbeitskreation komplett immer mitnehmen muss. Bisher ist ja noch... Ja, bisher sieht es ja noch ziemlich gut aus. Aber ich glaube, jetzt sind wir da an ein Ende gestoßen. Vorerst mal. Da sehe ich wieder zwei Wächter. Vier Wächter. Fünf, sechs. Sechs Wächter. Okay. Solange nur die kommen, ist kein Problem. Nein, du hast Schild. Wie gesagt, den Schild konnten die Viecher ja damals nicht. Ach, ihr verstärkt die Viecher. Okay. Aber... Ach, komm. Ja. So kann man sie dazu bringen. Sehr schön. Und, na, ich wollte ihn gerade mit B töten. Jetzt kommen wahrscheinlich die nächsten beiden. Genau. Und der nächste Wächter. Ich verstehe schon, wie das läuft. Okay, nächster Wächter tot. Hier nochmal B. Wunderbar. Nochmal ein Wächter? Nee. Sind bisher bloß die beiden. Der ist so eine Art kleiner Arena-Kampf. Vielleicht ein Double Kill. Sehr schön. Nächster Wächter. Du bist schon am Anfang. Hast du kein Schild. Genau. Achso, da kann ich dich gleich dann schon töten, wenn ich genügend Munition habe. Prima. Ist ja simpel. Dich weg. Du nochmal. Ah, es ist so toll. Vor allem, wie gesagt, diese Crits sind so unglaublich stark. So, ich habe volle Munition. Wunderbar. Euch macht es nicht allzu viel, nö. Aber den Wächtern halt super viel. Und nochmal B. Dann hier gleich weiter. Und wie gesagt, sie können sich dann halt auch überhaupt nicht wehren. Vor allem, wenn man dann mit der Combo anfängt. Na, beinahe. Aber du kannst eh bloß Steine schmeißen, von dem her kein Ding. Es sollte noch ein oder zwei sein. Oh Gott, Champions. Champions mit Wächter, ja. Okay. Ah, nee, es ist bloß ein Champion. Glück gehabt. Und zwei Gehilfen. Der Champion sollte jetzt aber eigentlich auch kein Problem mehr sein. Überhaupt kein Problem. Ja. Geht recht gut. Halt. So. So. Und tschüss, Champion. Jetzt ist noch einer. Genau. Da kommt nochmal ein Champion. Mindestens einer, so muss man sagen. Ja, dachte ich mir, dass jetzt zwei kommen. Okay, da tun sie auf jeden Fall ein bisschen auflegen. Also die Champions sind jetzt mittlerweile eigentlich schon ganz normale Gegner. Die muss man jetzt halt ein bisschen langsam angehen, dann geht es. Also immer wieder ein bisschen rangehen, ein bisschen draufhauen, wieder weggehen. Ein bisschen Schaden kassieren. Weil sobald der eine tot ist, ist gar kein Problem mehr. Ach, verdammt. Halt, falsche Taste. Das wollte ich auch nicht ganz. Ich wollte eigentlich... Hä? Ja, genau das wollte ich machen. Wow. Das hat es aber so lange gebraucht, dass ich hier beinahe draufgegangen wäre. Okay. Das war doch relativ erfolgreich. Oh, sogar eine nette Kiste. Feuerschaden, Gesundheit bei kritischem Treffer. Nee, danke. Also ich schaue sie mir gleich nochmal an, aber sie hat gleichen Schaden und bloß ein bisschen Feuerschaden. Das heißt, sie ist sogar ein bisschen schlechter. Lieber habe ich Grundverteidigung statt Gesundheit bei kritischem Treffer. Die ist zwar auch ein bisschen besser. Ich müsste mir mal merken, wie viel meine hat.
von dem Schaden. Da kann ich es nämlich immer direkt vergleichen. Und eine Axt mit 9 Magie. Naja, wem es gefällt. Stiefel, Handschuhe und das war's. Also gut, wir haben hier noch die kleine Kiste. Ja, war eine ganz coole Sache mit der Arena gerade. Das auf jeden Fall. Und ja, war jetzt auch nicht allzu knifflig. Auch die zwei Champions waren nicht allzu schwer. Darüber die beiden. Ja. Da haben wir dich, da haben wir dich. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt mal in den nächsten großen Teil der, des Tempels. Und das meine ich halt. Jetzt hat man hier zwei Auswahlmöglichkeiten, aber die eine ist sofort schon blockiert von einer verschlossenen Tür. Das heißt, ich kann bloß in die Richtung gehen und kann bloß dort die Rätsel lösen. Das ist, ja, wie gesagt, ein bisschen schade. So, und hier nochmal rüber. Wunderbar. Die Münze nehme ich. Hier sind verdammt viele Kisten. Eine ist dort oben. Ja, wahrscheinlich schon. Was bist du denn? Das sieht irgendwie so aus, als wird es später noch wichtig, beziehungsweise ist wichtig. Und ich weiß gerade nicht, was ich damit tun muss. Hier muss ich unendlich walljumpen. Auch eine Fähigkeit, die wir selten einsetzen müssen, aber wenn, dann ist es immer wieder cool. Okay, und da kommen wir jetzt da ganz einfach rein. Ja, prima. Was haben wir hier jetzt? Ein Heiltrank, den nehme ich gerne wieder. Schläger Schulterstück. Auch 55 Verteidigung, wow. Wenn ich jetzt schon eins mit 55 finde, dann kann ich ja fast meins benutzen. Ja, die sind gleich. Aber was ist das denn für ein krasser Sprung auf von 26 auf 55? Habe ich da irgendwas verpasst? Kritischer Schaden 13%. Das wäre natürlich auch ganz cool. Aber Gesundheit, Gesundheitsregeneration. Ist eigentlich noch ein Tick besser. Die hätten wir da auch schon lang nehmen können. Kritischer Schaden 6%. 43%. Verteidigung. Aber wenn ich 55 Verteidigung finde, dann kann ich jetzt auch das Todesengel-Schulterstück nehmen. Sieht dann nochmal ein bisschen cooler aus. Dort hinten gibt es gar nichts. Und dort oben auch nichts, außer so eine komische Glocke. Okay. Dann gehen wir in die Richtung. Da ist noch eine Kiste. Die bekommen wir aber relativ fix. Ist aber auch bloß eine Standardkiste. Ja, bloß mit Stiefeln. Ach, ihr schon wieder. Hä, wieso mache ich dir denn keinen Schaden? Jetzt, okay. Ist irgendwo ein Nest oder waren das aber bloß zwei verirrte Viecher? Ich hatte noch mal eins. Wie gesagt, ich sehe nicht wirklich, wo sie rauskommen. Ja, scheinbar nirgends. Okay. Auch nicht schlimm. Das Armklingen. Wie gesagt, ist ja echt schon sehr schön gemacht, diese Tempel. Auch das ist... Oh. Auch diese ganzen Secrets immer. Also das kann man wirklich... oder das muss man wirklich sagen, dass ja auch wirklich viele Kleinheiten und sowas an viele Kleinheiten gedacht wurde und so. Auch viele Sachen, die einfach, ich sag mal, so ein bisschen unnötig sind, aber so ein bisschen vielleicht die Geschichte von damals erklären. Ach, der Kompass. Gesellenkompass, einer der verlorenen Gesellenschätze. Wenn man sich verläuft, wenn man sich verlaufen hat und nach Wundern sucht, führt dieser Kompass einen in die richtige Richtung. Zeigt dieser Kompass etwa nicht nach Norden, oder wie? Bring Karn seinen Kompass. Naja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das sein Kompass ist. Das haben wir eigentlich schon rausgefunden. Ich bin mal sehr gespannt, was es damit noch auf sich hat. Okay, wieso ist hier so ein heller Lichtstrahl auf der Karte? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Gesundheitstrank brauche ich nicht. Ach, weil das ein Aufzug ist. Ja, okay, ich verstehe. Nur wie aktiviere ich den Aufzug? Wahrscheinlich von oben, aber ich muss die Wächterkreation erstmal draufbringen. Vermute ich jetzt einfach mal. Wäre natürlich auch cool, ein Bosskampf mit der, Wächterkreation, die Arbeitskreation, mit der Arbeitskreation zu machen. Das hätte auch was. Schauen wir mal. Ich bin auch sehr gespannt. Also an Ideen mangelt es dem Spiel ja wieder nicht. Okay, ein bisschen nach oben, ja. Und jetzt? Ach, darüber.
Ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wo man denn jetzt hin soll. Da, weiter rüber. Zum Glück ist er darüber gesprungen. Das habe ich jetzt auch noch selten gesehen, dass er da wirklich dann über einen kleinen Abgrund springt. Das ist gleich die nächste. Achso, weil wir die hier gleich brauchen. Achso, die eine brauchen wir, um die andere hochzuholen. Na gut, der hätte jetzt auch einen Ball gereicht, würde ich sagen. Ja, aber von mir aus nehmen wir halt dich auch noch gleich mit. Gut, dich können wir dann wieder verwenden. Wenn wir die andere dann dort einsetzen. Wobei es dann eigentlich egal ist, welche wir dann weiter benutzen. Das heißt, dich holen wir hier jetzt weg. Und setzen dich dort hinten ein und dann machen wir mit der anderen weiter. Hallo? Okay, ich dachte schon, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Wäre natürlich ein bisschen komisch gewesen, weil man muss hier auf jeden Fall hin. So, ja. Wie ich mir schon dachte, oder was heißt, wie ich mir schon dachte, aber wahrscheinlich muss man da jetzt auch mit der anderen Kreation jetzt weitermachen. Schauen wir mal. Zumindest brauchen wir die jetzt da nicht mehr beim Aufzug. Und ja, deswegen können wir sie auch gleich mitnehmen. Wir können dort hinten auch noch gleich die Steine zerstören. Und schauen, was es dort so gibt. Dort geht es auf jeden Fall noch runter. Achso, hier können wir auch noch was. Das haben wir erstmal aktiviert. Ach, und die andere müssen wir dann von der Seite. Okay. Damit da wahrscheinlich nochmal so ein Pfosten rauskommt, vermute ich. Ach nee, die Kette, natürlich, klar. Müssen wir da dann in die Mitte reinschießen. Da unter mir ist noch eine Kiste. Ja, da, okay. Die holen wir nochmal kurz. Auch wenn es eigentlich nicht so mega viel bringt, diese Kisten. Heiltrank und Gelehrtentalisman. Kritische Magieschaden. Magie und Reaper-Energie bei Exekutieren. 9 Magie, was habe ich denn? Ich glaube, ich habe irgendwas mit Gesundheit oder mit Stärke. Dann können wir hier mal wieder alles aktualisieren. Wow, mein Inventar ist bald voll. Ich hoffe, das kann man dann nach unten scrollen. 7 Kraft, 6 Magie, 9 Magie, aber der Rest ist halt nicht so mega. Dann behalte ich lieber mal die 7 Kraft. Ich glaube, die bringen mir mehr. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wofür das Attribut Kraft zuständig ist. Ob das jetzt für mehr Stärke oder bloß für mehr Leben gilt. Aber ja, ich belasse es einfach mal dabei, weil ich eher auf den Nahkampf gehe und irgendwas mit meinen Nahkampffähigkeiten wird schon zu tun haben. Du hast die Tür geöffnet, genau. Dann können wir dich aber gerade noch nicht die Tür öffnen lassen, weil dich brauchen wir erstmal als Kette dort hinten. Das wird jetzt natürlich schon mal ein bisschen interessant mit den Kreationen hier. Also das nenne ich doch jetzt schon mal ein Rätsel. Wie kommen wir da rein? Da ist eine Seite dahinter. Schade, dachte ich mir, dass wir es nicht einfach so aufhauen können. Wahrscheinlich müssen wir damit das eine Tor dann wieder zumachen. Damit wir da dann dort wieder hinkommen. Also dann über die Kette, genau. So, schauen wir mal. Und dann hätten wir, wie gesagt, schon alle Seiten. Dann fehlt uns eigentlich bloß noch eine Wächterkreation irgendwo her. Weil wir die dann halt gefunden haben. So, mit dir öffnen wir jetzt die Tür. Tun dich aber wieder ablegen. Und gehen da jetzt nochmal zurück. Weil jetzt haben wir das eine Tor ja wieder geschlossen und vielleicht haben wir damit das andere geöffnet. Schauen wir mal. Tatsächlich. Wunderbar. Und damit haben wir die vorletzte Seite. Genau, das erste Kapitel und wie gesagt, die letzte wissen wir ja, wo die ist. Ich weiß nur noch nicht, wie ich rankomme.